So, ein fröhliches Hallo und Willkommen. RimWorld lässt einen einfach nicht mehr los. Einmal auf einem Grenzplaneten feindliche Gegnerüberreste gefuttert und man ist einfach abhängig davon. Verrücktes Spiel, passt eigentlich ganz gut für mich. Und ja, wenn ich freundlich gefragt werde, ob ich ein Spiel wieder spiele... Und wenn ich sowieso gerade so einen kleinen Strategieplanungs- und Bauschub habe, dann bietet sich das natürlich an, dem einfach nachzukommen. Mal sehen. Ah, noch so ein halbes Minütchen warte ich ab, weil lassen wir den Leuten ruhig noch ein bisschen Zeit. Ich habe vor, das Crash-Landing-Szenario zu nehmen. Ich habe mir sogar schon einen hübschen Planeten dafür ausgesucht. Wir spielen mit etwas hohem Schwierigkeitsgrad. Einfach nur deshalb. Und generieren uns mal einen hübschen Planeten. Und ich habe mit dem Key das Ganze schon mal angetestet und dabei kommt eine Kolonie-Generation, so ein Landeplatz bei raus, der mir doch sehr gefallen hat. Wenig Temperatur, viel Regen, alles andere bleibt. Ich spiele natürlich wie immer gemoddet bis zum geht nicht mehr. Mal sehen. Deswegen der höhere Schwierigkeitsgrad. Je schneller wir sterben, desto weniger kriegen wir am Ende das Frameratenproblem. Und Crash Landing ist sowieso eine interessante Geschichte. So. Und zwar... Hier, dieser See. Erstens haben wir jede Menge quasi nette Nachbarn. Aber wichtiger, wir haben ein bergisches Flussgebiet, Granit, Marmor und Schiefer. Temperaturen sind kalt, wir haben keine Wachstumsphase, wir haben aber viel Niederschlag. Und wir haben eine Ozeanküste, naja, Seeküste, wie auch immer. Wir machen eine große Karte, einfach groß, das reicht. Und unsere Leute werden Kannibalen sein. Und weil ich es gerne gründlich vorbereite, machen wir es manuell. Es dauert dann natürlich wegen der paar Mods, die ich geladen habe. Ein T1 Android könnte man eigentlich sogar mit dabei behalten. Der kann auch Kannibale sein. Wobei das nur indirekt Kannibalismus ist, weil er ist ja kein Mensch. Technisch gesehen. Der letzte Mod hat die... das letzte Update des Spiels hat die Ladezeit mit vielen Mods tatsächlich deutlich verringert. Ich habe jetzt ganze 6 Minuten Ladezeit nur noch mit meinen über 200 Mods. Also Hut ab dafür. Gemessen daran, dass das vorher gerne mal so ein Viertelstündchen bis Dreiviertelstündchen war, je nach Mods und je nach Menge und Zeit und und von 15 Minuten auf 6 Minuten runter, das ist schon eine Hausnummer. So 60% Zeitersparnis, ne, kann man mitarbeiten. Hallo Puma! Es dauert jetzt noch einen Moment, denke ich mal. Es sollte eigentlich nicht so übermäßig lange dauern, bis Prepare Carefully alles geladen hat.
Wahrscheinlich, theoretisch. Wir werden sehen. Aber ich sag mal so, länger als das Starten des Spiels kann es in jedem Fall nicht dauern. Hoffe ich. Nein, also so schlimm sollte es wirklich nicht werden. 6 Minuten wird das nicht dauern. Und im Zweifel, wenn es doch so lange dauert, dann ist das Wetter das wieder schuld, ne? Also bei den Temperaturen, kalt, warm, pff, wer soll das denn noch aushalten? Mit Mods oder ohne Mods? Der Absturz. Weil Mods ist eine schwierige Sache. Wie gesagt, die 200, die ich habe, juhu, es hat geladen. Das war eine sehr harte Auswahl und Marvin gefällt mir, behalte ich. So, Fähigkeiten kann mit Tieren. Per se sind das keine schlechten Fähigkeiten. Ja gut, lassen wir mal. Sage, Wissenschaftler, ein bisschen alt, huh? Ja, doch, damit kann ich leben. Und stattdessen nehmen wir auch Kannibale. Ja, ich wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte. Schießen, sozial, Pflanzen. Ich will eigentlich gar nicht so viel Zeit jetzt mit Gestaltung verbringen. Wie gesagt, entweder scheitern wir oder nicht. Das werden wir so schon sehen. Ausrüstung, genau, haben wir keine, weil beim Absturz sind immer kommt die Ausrüstung quasi auch hinterher geflogen. So, in dem Sinne reicht das. Ja. Oh, hallo, willkommen zum Stream. Nee, prinzipiell braucht man das nicht, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der ultra hardcore spielt. Ich meine, bei Dwarf Fortress habe ich das mal gemacht, aber Dwarf Fortress ist schon ultra hardcore. RimWorld ist in der Hinsicht nicht so schwierig, dass es ein Problem wäre. Das ist der Android-Mod, der ermöglicht, Kolonisten zu haben, die Androiden sind. Ich habe eine Tonne Mods drin, deswegen da ist bestimmt noch das ein oder andere, was auch noch überraschend sein dürfte. So, also allererstes. Ein Feldlazarett zusammen improvisieren. So.
Den größten Vorteil, den die Androiden haben, ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass sie einen sehr weiten Temperaturrahmen haben, ohne irgendwelche Kleidung zu brauchen. Wo werden die abstürzen? Ich schicke die Leute schon mal hier hin, weil, wie gesagt, momentan haben wir noch nichts. Ich könnte schon mal. Ja, und hier Stockpiles uns einrichten, weil wir werden jede Menge Zeug hierher schleppen. So viel wir retten können. Nee, nee, das kommt schon, das dauert nur einen Moment. Randy lässt sich ja manchmal ein bisschen Zeit. Ich habe es schon mal angetestet vor einer halben Stunde und da hat es auch erstmal noch so ein Minütchen gedauert, bis die ganzen Raumschiffstücke abgestürzt sind. Und dementsprechend. Hacken wir schon mal ein bisschen Holz. Ich will das Spiel jetzt nur nicht direkt beschleunigen, weil Randy Random Savage, also die vorletzte. Die letzte ist eigentlich wirklich nur noch reiner Masochismus. Okay, ja, das ist mal typischer Vorführeffekt, ne? Ich habe es extra vorher ausprobiert, dass es läuft. Jetzt läuft trotzdem offensichtlich nicht. Weil die Meldung war doch da. Wie viel Holz haben wir? 75. Ja, zumindest für eine improvisierte Unterkunft. Sollte das reichen? Construct hier alle Priorität 1. Ja, der ist auch mit dabei. Das ist ja schließlich mein Lieblingsmod. Wenn ich keine Gefangenen mehr opfern kann, dann hat das Leben ja keinen Sinn mehr. Temperatur. Ein Lagerfeuer. Kann hier auch noch hin. Ich muss mich erstmal wieder ein kleines bisschen eingewöhnen.
Aber ich sag mal so, so viel verlernt man in RimWorld ja jetzt nun auch nicht. Ne? Na, natürlich versauen die die Konstruktion. Wir haben ja unendlich Vorräte und Ressourcen. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal. Naja. Ernsthaft, das wundert mich. Aber wenn ich hier jetzt schon drauf gucke, ne, wir haben definitiv mehr Netzwerkleistung. Aber wo ist der Event hin? Ist ja nicht so, als ob ich mir da nicht zu helfen wüsste. Aktionen. Weiß nicht mehr, wo es ist, aber ich weiß, dass es es gibt. So. Jetzt muss ich nur noch den richtigen finden. Ship Engine. Ja, das stört mich, dass es hier anders benannt ist als in der. In der Vorbereitung. Okay, das war er nicht. So, Moment, warten wir es. Kult. Sonst starte ich noch mal neu, weil das wäre jetzt echt schade, weil dann wird es erstmal ein sehr langweiliger Start. Okay. Wir starten nochmal neu. Nein, Zombieland habe ich mit dem Gedanken gespielt, habe ich aber erstmal rausgelassen. Ich mag den Mod, aber irgendwie war mir jetzt nicht danach, auch noch Zombie-Problematik mit dazu zu bringen. So. Big Ship Crash. Ist drin. Wir spielen Randy Random, Savage, Reload, für den Fall, dass ein langweiliger Fehler passiert. Wenn es ein unterhaltsamer Fehler ist, dann ist das wieder was ganz anderes. 50%. Jetzt
Das generiert jetzt nochmal exakt dieselbe Karte. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Und ich sag mal so, diesen Zahlenschlüssel kann man sich auch ganz gut merken. So. Hier drüben. Was Vespasee und genau. Große Karte. Ich habe das vorher alles exakt genau so gemacht. Ich habe jetzt aber auch. Oh, das ist gemein. Ich klicke zweimal drauf, kriege einen Kannibalen und der ist auch noch aufreibend und neurotisch. Okay, auch dafür habe ich eine Lösung. Hinzufügen. Welcher war das nochmal? Hier, Forced Trade. Startcharaktere, 100%. Und Kannibale, fertig. Problem erledigt. Ich meine, ich habe mit dem Spiel inzwischen so viel Zeit verbracht, würde mich schwer wundern, wenn ich noch irgendwas finde, was ich nicht selber schon mal irgendwann hingebogen habe. Gut, und genau. Der Plan war eine reine Kannibalenkolonie in der Tundra mit einem Spaceship Crash. Und alles weitere entscheiden wir auf dem Weg. Ach ja, Puma hat kriegt einen Charakter. Den, ich hätte es. Okay, ich habe mich schon gewundert, dass das so anders aussieht. Eine Stufe zu wenig Temperatur runtergeschraubt. Ich könnte ja auch bis zum Anschlag runterschrauben, aber wir müssen das nicht gleich hyper spielen. Ich meine, ich hab's gesehen, dass man das machen kann. Eisplatte, Start mit absolutem Minimum, ne, und dann überleben. Das geht, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob das nachzuspielen mir so viel Spaß machen würde. Vor allem, weil es halt nichts Neues dann mehr. So. So. Du fängst an mit Kannibale. Sehr schön. Puma. So. Wenn noch jemand dabei sein möchte, jetzt wäre der Zeitpunkt, hier zu schreien. Ah, keine Rentner. Oh ja, den könnten wir gebrauchen. Und Undergrounder, Pessimist, Kannibale, okay. Können wir mitarbeiten. Ansonsten kann ich das bestimmt auch nachträglich auch noch ändern. Mal sehen. Schießen, Nahkampf ist eher schlecht, aber wir kriegen ja noch den kleinen Regen an Leuten. Und ansonsten sind die anderen wichtigen Fähigkeiten da, das reicht. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich eh nicht allzu lange überleben. Aber das sehen wir dann nachher. Na, ich weise nochmal darauf hin, ich bin zwar ein begeisterter RimWorld-Spieler und ich habe auch schon verdammt viel RimWorld gespielt
Und wenn ich mal kurz nachgucke, 1833 Stunden bis heute. Aber das heißt nicht, dass ich jede Challenge grundsätzlich immer schaffen würde. Das Schöne an RimWorld ist ja das Scheitern. Es ist schon merkwürdig, dass man so sehr am Scheitern Spaß haben kann, aber ja, genau das funktioniert halt. Jetzt funktioniert. Als ich es ausprobiert habe, hat es geklappt. Okay. Big Ship Crash. Okay. Mit dabei. Karte. A. B. Steht auch nicht mit dabei. Nee, das sind sie auch nicht. Jetzt, das ärgert mich jetzt. Beim Vorführen funktioniert eine. Ah! So, und jetzt können wir das so spielen, wie es auch gedacht war. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist meine Ultramodderei daran schuld, dass das Spiel halt nicht ganz flüssig läuft. Aber solange man sich dabei helfen kann, na komm, dann meinetwegen so. Okay. Den ganzen Kram nochmal. Und Konstruktion auf 2. Ja, habe ich. Aber wenn ich jetzt mal so überlege. Das war gut. Manchmal sind die Geschichten einfach nur kurz. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Spiel nicht so lange gekauft, bevor es dann auch offiziell auf Steam erschienen ist. Und damals war es halt noch die Version Alpha
12, 13, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Wir probieren es nochmal. Das war gut, das war sehr gut. Das liebe ich an RimWorld. Ne? Du denkst ja, okay, jetzt fangen wir endlich an. Und dann landet ein Waffencontainer vor den Füßen einer Kolonisten und tötet alle. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ah, gut. Nein, nicht alle, nur die Startcharaktere mit 100% Chance. Kann meinetwegen ausschalten, interessiert auch nicht. So, weiter. Randy, Savage, Reload. Ich bin mir relativ, oder habe ich schon bei Version Alpha 8 angefangen? Ganz ehrlich, ich müsste mal nachgucken. Ich habe die Version, die ich mir manuell runterladen musste, aufbewahrt. Deswegen. Puh. Wow, wie lang. Himmel, wie lang ist das her? Das ist ein sehr schöner Start. Den werde ich bis in alle Ewigkeit in Erinnerung behalten. So, stimmt alles diesmal? Ja. Ich habe auf jeden Fall nicht ab der allerersten Version gespielt. Ich kenne die allererste Version aber, nämlich wenn man die original auf der Homepage damals vor Steam gekauft hat, hat man auch noch die 5 Alpha, Prä-Alpha-Versionen, so die Vorführgeschichten, die Tynan damals entwickelt hat, noch dazu bekommen. Einfach zum Angucken. So. Ich schmeiß mich weg vor Lachen. Keiner, der gut schießen kann, aber wenigstens einer, der leidenschaftlich baut. Na gut, vorsichtiger Schuss. Ja, okay, das reicht. Das reicht. Streamauflösung. Ich schaue gerade mal nach. Mein Kanal einmal bitte. Also per se müsste es HD sein, aber ich habe auch das Gefühl, das stimmt irgendwie nicht ganz. Weiß nur nicht warum.
Halt mal ein Auge drauf. Ich habe es jetzt in Vollbildmodus abgehackt. Also ich habe keine Frame-Verluste. Das könnte tatsächlich bei dir sein. Weil Frame-Verluste, das Problem kennen wir ja schon. Und prinzipiell sieht es gut aus. Keine Ahnung. Gut. Map. Himmel. Ich guck mal gerade, also bei mir sieht's absolut flüssig aus. Und ich habe meinen Überwachungsstream im Endeffekt auch über komplett extern Internet laufen. Allerdings, ich würde es am Ende nie ausschließen. Wie sieht's bei den anderen aus? Meldet euch einfach kurz im Chat. Kostet ja nichts. Glücklicherweise. So. Also so gefühlt könnte ich im Endeffekt simultan auf meinem Tablet statt auf dem Monitor spielen. Okay, Medizincontainer, das ist ein guter Anfang. Tür, eine Tür hier und ein Stück Wand. Wie? Dach. Ah, schade, ist eine Menge halt. Hier, oh. Also das, was wir gefunden haben, ist nicht schlecht. Oder was wir bekommen haben. Nee, nee, du gehst mal auch bitte Feuer löschen. Erstmal reichen zwei dafür. Nahrungsmittel. Oh. Du rennst bitte. So schnell dich deine Androidenfüße tragen. Oh, Glück gehabt. Nee, das Feuer bitte auch.
Vielleicht sollte ich einfach das Debug-Menü ausschalten. Ah, schon sind wir wieder im. Ja. Was, tote Spinne? Velociraptor, schön. Ganz ehrlich, die haben erstmal keine so hohe Priorität. Schade, ist eine Menge wahrscheinlich verloren gegangen bei. Das kann erstmal brennen. Sehr schön. Was die Tiere angeht, wie gesagt, ne, momentan sind die uns eh keine Hilfe. Wir haben keine Zeit, irgendwas zu zähmen. Batteriemodule. Oha! Puma, Glück gehabt, ha? Kleidung. Das könnte sehr nützlich sein, weil wir brauchen ja sowieso. Kleidung wegen den Temperaturen. Die Batterien können wir auch gebrauchen. Das Holz wird erstmal vorhalten. Gut, drei Batterien sogar mit Ladung. Das ist mal Glück. Der Reaktor. Ah, okay, das ist weit genug weg. Das ist schön. Ja, das Leben ist hart und ungerecht, ja? Aber besser fast erschlagen als erschlagen. Und jetzt ganz schnell die Klamotten gelöscht, in der Hoffnung, dass wir danach was zum Anziehen haben. Oh, und der ist im Endeffekt wichtig. Ja, sieht ein bisschen kopflos aus. Verblutet 6 Stunden, 6 Stunden, 6 Stunden. Werden wir nicht hinkriegen. Meine, allein die Zeit, um dahin zu rennen. Produktionsmodul. Oh, schön, das. Schön, sind die nützlichen Sachen alle hinüber. Ach, die zählen direkt als Kolonisten. Das ist natürlich praktisch, weil, wie gesagt, ich schaffe das nicht, die zu retten. Nicht in einer halben Stunde. Nicht in einer Stunde. Nee, ich nicht in 6 Stunden. Oh, toll. Also verhungern werden wir nicht. Glücklich werden wir damit allerdings wahrscheinlich auch nicht.
Nochmal Kleidung. Okay, hier selbst versorgen. Bist du überhaupt, da bist du sogar ein bisschen kompetent, was das angeht. Dann könntest du es schaffen zu überleben. Wenn du es schaffst, den Stapel mit den Erste-Hilfe-Sets zu erreichen. Guck, dass ihr so viele Sachen wie möglich gerettet kriegt. Ich noch ein Krypto, okay. Okay. Kör. Tot in 3 Stunden, tot in 6 Stunden. Keine gute Quote, aber hey, wir scheinen wenigstens einen Kolonisten am Leben zu halten. Handelsgüter, das ist schön. Waffen wären natürlich auch nicht ganz... Oh, es sind ein paar Waffen dabei, das ist gut. Und Fleisch. Und Holzstiefel. Und Schneebälle. Du bist nur betäubt. Oh, ja, kein Wunder, wenn ich das gesehen hätte. Wie lange hast du? 10 Stunden. Ja, dann versuch mal, ob du jemanden retten kannst. Okay, das waren die letzten. Gut. Mal sehen. Rand ist nicht zu sehen. Wo haben wir denn den Editor da? An Bildschirm anpassen. Jetzt haben wir tatsächlich unten einen Rand sitzen. Komisch. Aber gut, haben wir. Moment, wen hatte ich gerade? Hier, Rachel.
Genau, und ich wollte die Heimatzone wieder ein bisschen nachjustieren. Oha, ob ihr beide das lebendig schafft. Da kommst du wenigstens dran vorbei. Wie sieht es bei dir aus? Ah, immerhin alles verarztet. Ja, das wundert mich nicht. So, das ist wahr. Ein Waffencontainer wäre natürlich schön gewesen, weil jetzt momentan besteht unsere Waffnung aus Stöcken, Steinen, einem langen Messer und einem Speer. Hättest jemanden selbsttätig? Ist ja. Naja, dass ein paar Leute sterben und das ist vollkommen erwartet. Hat es nicht so lange durchgehalten, aber hey, wir haben es versucht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ansonsten. Okay, wir kriegen Platzprobleme. Okay, schauen wir mal, ob wir jetzt die erste Nacht überleben.
Ja, aber der Schnee löscht das. Das ist kein Problem. Aber eine sehr interessante Variante, ein Spiel zu starten. Mal sehen. Und der Reaktor, naja gut, der strahlt ein bisschen, ne? Aber ansonsten, der produziert halt Strom. Sollte zumindest vorübergehend das Problem lösen. Dann Temperatur, Lagerfeuer. Uiuiui, dass ich das hingekriegt habe, ist ja schon mal. So, und jetzt dürfte es hier drin wenigstens erträglich werden, sobald die Tür zu ist. Aber wir haben das Ding doch gerade erst gebaut. Okay, durchatmen. Ah, okay, das ist Stahl. Gut. Dann, werden wir jetzt nämlich uns anstrengen, so schnell wie möglich hier rüber zu ziehen. Gar noch keine Tiefwasserbrücke. Okay, dann hier. Gut. Bäume fällen, die nehmen wir und die nehmen wir auch. Die auch, das sollte wenigstens ein bisschen vorhalten. Produktion. Für den brauche ich Silber. Silber haben wir natürlich nicht. Dann einen Schlachtertisch. Ja, Temperatur ist schlecht, ich weiß. Und Struktur auch zumindest vorübergehend. Dass unsere Sachen nicht mehr unüberdacht hier rumliegen. Sobald der fertig ist, kriegt der Dauerauftrag Steine schnitzen.
vergiss das mal schön wieder. Das hatte ich vorher gemacht, als ich davon ausgegangen bin, dass wir nur diesen kleinen Raum benötigen, aber der reicht definitiv nicht. Aber die Temperatur hält. Das ist ja auch schon mal was. Ja, der Meteorit. Ja, das hilft. Total. Verdammt knapp. Beschwer dich nicht, sei froh, dass du noch lebst. Für Beschwerden haben wir außerdem keine Zeit. Okay, es läuft. Langsam, aber es läuft. Und wir hatten kleine Startschwierigkeiten, aber wir haben es hingekriegt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ups, wollte nicht pausieren. Gut, genau. Dann hatte ich eigentlich vor, in diesen Berg hier reinzuarbeiten, weil hier dürften wir mehr als genug Platz für eine unterirdische Kolonie haben. Wir haben momentan genug zu tun. Ha, wunderbar, wenigstens eine Person voll geheilt. Das ist ja auch schon mal was. Nehmen wir einfach mal. Warum denn auch nicht? Also alleine die Tatsache, dass das Spiel durch so einen Start natürlich wesentlich interessanter wird, ist natürlich schon mal ein Pluspunkt für den Mod. Ich meine, der Mod ist auch nicht mehr ganz neu, aber die Idee dahinter ist großartig.
Naja, und hin und wieder stürzt einem halt mal so ein Waffencontainer auf den Kopf. Wow. Details, ne? Na, stellt man sich vor, Puma ist unser Chefkoch. Informationen sind unwichtig. Wichtig ist, wir haben das Lagerhaus gleich fertig. Ja, beschwer dich ruhig. Juhu, einen zweiten Überlebenden, das ist großartig. Und immerhin ein paar Komponenten. Oh! Ea, Cthulhu Fatang! Ja, allerdings, es gibt einen City-Mod. Und das könnte die Leute dann verwirren. Den hatte ich nämlich auch so im Auge, aber der ist eher für so ein bisschen in Richtung, das Ganze in ein Abenteuerspiel umzumodeln. Schönen Platz für ein Nickerchen hast du dir ausgesucht. So. Oh, schön. Wir verabschieden uns schon mal von unserer Kolonie. Okay, ihr beiden habt wenigstens Waffen. Und wir haben nicht mal Knüppel irgendwo rumliegen. Morrison, dir geht es halbwegs gut, aber meine, es ist nicht so, als ob wir da eine großartige Wahl hätten. Aus welcher Richtung kommen sie? Ich hätte eigentlich erwartet, dass die hier unten lang kommen, aber okay. Das passt schon.
Lass mich raten. Ich höre. Das ist genau das, was wir brauchen. Aber immerhin, einen haben wir schon mal. Gratulation, dein Wunsch wurde erfüllt. Du bist nicht gestorben. Können wir da noch mal drüber reden? Mies ist irgendwo richtig. Oh, cool. Zu blöd, dass wir keine Kapazitäten haben, die zu zähmen. Bald haben wir den Schlachtertisch fertig, dann können wir uns tatsächlich sogar versorgen, halbwegs. Oh, schön, dass jemand die Zeit hat, einen Schneemann zu bauen. Immer und alles. Essen alles, was bei drei nicht unter der Erde ist. Auf den Bäumen geht ja nicht, die haben wir alle niedergehackt. Das wäre zu schnell und zu einfach. Na komm, du hast auch keine ernsthafte. Das ist ein leichten Kühlmittelverlust. Das war gar nichts. Leichen müssten da auch mit inbegriffen sein. Ja, das ist sehr gut. So, ab jetzt steht wieder leckeres Fleisch auf dem Tisch. Okay. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, dass einer von denen erschlagen worden ist, aber es ist nur einer.
kannst dich eh nicht wehren. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo uns das Fehlen von Waffen ein wirkliches Problem bereitet. Weil selbst wenn wir uns diese zwei Messer holen würden... Ja, es ist draußen, es ist kalt, da ist Arbeiten schwierig. Welche improvisierten Waffen könnten wir noch so ganz, ganz schnell 30, ja, primitiver Speer 45. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir haben niemanden, der in der Lage ist, einen Bogen zusammen zu... Nein, kein Extended Combat. Ich, ganz ehrlich, ich mag den Mod nicht. Der ist gut, aber das ist einfach nicht mein Stil. Oh Mann, die werden uns umbringen. Ja, Puma könnte wenigstens Bögen machen, aber Puma ist verletzt. Es hilft aber nichts. Fast okay. Wir sehen erstmal, wie viele Bögen du machen kannst und danach entscheiden wir. Außerdem würde dir das nichts nützen, die Holztüren haben die 0, nichts eingetreten. Und dann ist auch vorbei. Okay. Okay, einer hat Unterkühlung. Was mit den anderen? Die anderen scheinen leider warm genug angezogen zu sein. Der wird nicht schnell genug fertig. Sieh's mal so, du bist der Einzige, der einen Speer hat. Ich meine, das ist ja auch schon mal was. Ja. Holzknüppel, du hast noch keinen. Dann würde ich vorschlagen, und toll, wir haben sogar zwei Pazifisten, das ist großartig. Wenn wir Glück haben, teilen die sich ein bisschen auf und wir können uns einen oder vielleicht zwei einzeln schnappen.
Ja. Zerstör unseren schönen. Uff. Was auch immer. Oh, nicht die schöne Schlachtbank. Das ist perfekt, weil so können wir uns den hier alleine greifen. Dahin löschst das Feuer, du gehst dahin. So, das ist schon mal einer. Dann ziehen wir uns jetzt ins Innere wieder zurück. Und zwar hurtig. Tür zu. Ha. Lass mich raten, du löschst auch kein Feuer. Ah, wir haben richtig das Glückslos gezogen, ne? Okay, wohin jetzt? Du löschst das Feuer. Du kannst ja immer noch nichts machen. Ihr versucht die Feuer zu löschen. Mal sehen, einer von euch hat doch nur Holz. Genau. Nein, sorry, keine Zeit für einen Drink. Rachel, das Feuer. Und dann alle Mann auf Cheetah. Okay, Umverteilung. Ha. Okay, lass gut sein. Ich glaub's nicht. Ja, ist typisch, ne? Ja, sie werden sich vorbereiten. Ich sehe schon. Gut.
Justin, rüste doch mal bitte den Bogen aus. Morrison, den Bogen bitte. Dann sollst du auch kommen. Wir haben doch inzwischen kaum noch was zu verlieren. Die nächste Horde angetrabt. Ist das denn die Möglichkeit? Randy Random, ne? Das, naja, immerhin aus der Sache haben wir ein paar Waffen rausgekriegt, ne? Ist ja auch was. Wenn es nicht mal gute sind. Dann schauen wir mal, wie lange wir es noch weiter zu überleben schaffen. Nochmal 8, ist ja unglaublich. Da habe ich anfangs gar nicht drauf geachtet, dass wir auch noch zwei Pazifisten abgekriegt haben. Eieieiei. Okay, erholt euch so gut ihr könnt. Wir werden nicht viel Zeit haben. Ey. Du hast schon eine Stahlrüstung, eine Nanitenverstärkte. Okay. Das war's dann mit der Pause. Bibi und Emma. Zieht euch bitte weitmöglichst zurück. Und der ganze Rest kann prinzipiell auch hier rein. Können das Wrack eines Gebäudes hier quasi noch als Barrikade benutzen. Aber ich glaube nicht, dass das noch viel länger gut geht. Besser darüber. Vielleicht entführen die ja einfach nur ihren Kameraden, der hier noch verblutend rumliegt.
Sorry, den Luxus können wir uns nicht leisten, auf Friendly Fire zu verzichten. Wir können höchstens versuchen, es zu minimieren. Haut ihn doch einfach. Er steht 2 Schritte entfernt. Wenn wir den auch noch umhauen, flüchten sie vielleicht. Du bist immer ein bisschen zu schnell. Du hast noch satte 11 Stunden Zeit. Himmel, ich hatte es mir so schön vorgestellt. Wir graben uns in den Berg und verstecken uns da drin. Ich habe noch nicht mal Zeit, überhaupt so lange zu überleben, dass ich mir überlegen kann, wo ich in den Berg reingraben will. Naja, wir konnten ja eh keine Landwirtschaft betreiben. Ja, Friendly Fire halt. Allerdings hat sie auch im Nahkampf vorher was abgekriegt, also. Ja, gut, der Bogen ist es gewesen. Immerhin haben wir einen warmen Ort zum Schlafen. Wie lange es bis zum nächsten Angriff dauert, will ich lieber gar nicht mehr überlegen. Nee, der überlebt nicht. Der ist tot.
Gott, wir brauchen Holz. Schon wieder. Naja, immerhin brauchen wir jetzt keine Bögen mehr herstellen, ha? Positiv sehen. Bei Randy weiß man das nie. Moment, es gibt doch. Nee, das ist ein Sleeping. Unter Production müsste der sein. Hier, Butcher Spot. So kommen wir wenigstens an Fleisch. Ernsthaft, jetzt wird's warm draußen. Das ist. Will mich das Spiel eigentlich verarschen? Wie viel Stahl haben wir? 269. Reicht das für ein ganz schnelles Kabel hier rüber? Müsste eigentlich. Ich würde eigentlich keinen unterirdischen legen. Aber dafür wird es wahrscheinlich nicht reichen. Oh, schön, ein Hase hat sich selbst gezähmt. Das ist großartig. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, können wir uns sparen die Mühe, solange wir nicht wissen, wie wir Bäume nachpflanzen. Kopieren wir den. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir die erste Nacht schon nicht wirklich überleben. Dass wir jetzt noch dabei sind, bedeutet, dass wir wahrscheinlich morgen weiterspielen. Furchtbar. Hör auf, dich zu beschweren. Irgendeiner muss in das Strahlengebiet, um die Kabel zu verlegen. Sonst haben wir keinen Strom und unser Essen vergammelt. Außerdem ist das schon fast fertig.
Das ist noch ein, allerhöchstens zweimal hinlaufen. Und die Haare wachsen bestimmt irgendwann wieder nach. Ernsthaft jetzt? Da hätte ich mir denken können, dass das. Ja, wir könnten auch Androiden schlachten. Das Problem an der Sache ist, die geben kein Fleisch. So. Ist das Kühllager wenigstens da? Dann wahrscheinlich hier rein. Okay, brauchen wir noch einen mehr. Und die canceln wir erstmal. Das auch. So. Weil das hier wird uns auf Dauer nicht. Ja gut, aber Haare implantieren ist jetzt nicht die große Kunst, ne? Was wir auch bauen können. Wir haben zu wenig Stahl. Aber den werden wir bei Zeiten kriegen. Das ist wenigstens etwas, was ich vorhersagen kann. Weil hier unten gibt es jede Menge davon. Mal sehen. Bergbau. Uiui, einer kann laufen. Wir machen Fortschritte. Also noch einer. Dass wir bis hierhin überlebt haben, ne? Dafür nehmen wir uns mal einen Keks aus der Dose. Any stone forever. Und auf den Boden werfen. Tisch. Genau, Steinblöcke. So. Weil den Eingang hier können wir wenigstens ein bisschen verschanzen, sodass wir eine geringfügige Möglichkeit zum Überleben haben. Ja, beschwer dich nur. Kriegst du lecker Kannibalenschnitzel und manche Leute kriegt man einfach nicht zufriedengestellt. Trombos, ja. Den werfen wir Steine an den Kopf und besiegen die so ganz locker.
Oh, keine Blutlust mehr. Das ist tatsächlich eine merkwürdige Veränderung. Damit hätte ich so nicht gerechnet, weil nach dem, was wir hier gerade so erlebt haben, würde ich eigentlich mit einem Zuwachs an Blutlust rechnen. Du mochtest deine rechte Hand und deinen rechten Fuß doch gar nicht, Puma, oder? Oha, ich habe mir für unseren Wiedereinstieg in RimWorld echt was ausgesucht. Genau, beschwert sich über das Kannibalenessen und was haut er sich als erstes rein? Ach, wir finden schon eine neue. Ein durchgedrehtes Karibu, hm? Na, immerhin, du bist kampfwillig. Guter Schuss. Ja, von wegen nicht arbeiten. Wenn du den Speer mit einer Hand noch halten kannst, dann wird das so hinhauen müssen. Mensch, Mensch, Mensch. Das habe ich mir so einfach vorgestellt. Das ist RimWorld. Nein, der ist nicht drauf. Mit dem hatte ich beim letzten Mal ja so Probleme da. Seitdem habe ich den nicht mehr ausprobiert. Schauen wir mal, ob wir davon wenigstens welche hinkriegen.
Aber ich denke mal, wir machen morgen weiter. Wie gesagt, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das hier jetzt eine One-Shot-Kolonie wird, dass wir überleben. Ey, damit konnte ja nun wirklich keiner rechnen. Na gut, machen wir halt morgen weiter, ne? Bis wir untergehen. Warum auch nicht? Soweit. Das ist nun. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass wir eventuell vielleicht sogar eine Hand hier rumliegen haben, aber leider keine passende. Dein Wurfarm ist auch nicht mehr das, was er früher war. Ja, danke sehr und dir auch einen schönen Abend. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, inklusive dem sehr kurzen Erstdurchlauf. Ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch hinführen wird. Ja. Nochmal der Hinweis, weil ich das so gerne mache und in letzter Zeit ich da tatsächlich hin und wieder mal dran denke. Puma hat netterweise einen Discord eingerichtet für meinen Kanal. Findet ihr den Link unter dem Video, beziehungsweise hier unter dem Twitch-Kanal oder auf YouTube. Und ist natürlich vollkommen gratis beizutreten. Und wenn ihr dann da seid, könnt ihr zum Beispiel mitbekommen, wenn ich einen Stream ankündige oder wenn ich vorhabe, ein neues Projekt zu starten oder wenn ich einfach mal rumfrage. Ja, und ansonsten höre ich jetzt auf zu labern. Bis morgen. Ciao.